Hallöchen alle zusammen, wir machen dir jetzt unser Spezial-Sandwich und zwar habe ich einmal schon mal vorbereitet Toastbrot, Käse, wer den Käse nicht will, der nimmt halt anderen Käse. Ich habe den normalen Schablettenkäse, der heißt doch Schallplatten, nee, ihr wisst was ich meine, Hähnchenbrust in meinem Fall. Tomate, Avocado. Das kann man natürlich nach dem eigenen Belieben machen. Das muss ich jetzt gerade mal kurz auf die Seite stellen. Dann geht's weiter. Hier habe ich schon meine Eier in der Schüssel. Die Mengen stehen ja unter dem Video in der Infobox. Dazu gebe ich jetzt etwas Pfeffer und etwas Salz. Oh. Und erstmal hier noch, ich habe das nämlich eben gerade schon mal benutzt gehabt, ein anderes Rezept. Genau, das tun wir jetzt richtig schön verrühren. So, in dem Falle gebe ich hier jetzt etwas Butter rein, weil ich das dann doch ganz angenehm finde, wenn man dann noch ein bisschen so einen Buttergeschmack hat, als Öl. So, machen wir mal an. So, dann kommt unsere Eimasse, dann kommt unser Toastbrot, das legen wir einmal so rum rein, dann so, hier das gleiche, einmal eintunken und jetzt haben wir das. So, dann müssen wir das Ganze einmal wenden. Und dann klappen wir hier das Ganze nach oben. Und zack. Und jetzt kommt einfach das, was wir als Belag nehmen. Einmal der Käse. Dann Hähnchenbrust. Tomate. Und die Avocado. Dann klappen wir das Ganze aufeinander. Jetzt lassen wir das einfach schmelzen und wenden das dann halt auch nochmal. So. Und dann haben wir es auch schon. Und das ist jetzt unser Sandwich. Jetzt muss ich hier, oh Gott, ich weiß gar nicht, von welcher Seite ich jetzt hier kommen kann. Oh. Weil die Kamera genau unter mir steht. Schmeckt jetzt schon super lecker, obwohl ich noch gar nicht an alles rangekommen bin. Super lecker. Deswegen macht's nach, lasst es euch schmecken und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!